Wir werden kommende Woche lesen Tazria Metzora und jeder redet darüber und es ist wichtig und man muss darüber wiederholen und immer darüber reden, über Metzora. Metzora, das ist derjenige, der eine Unreinheit, also solche Flecken auf dem Körper hat. Es gibt die Flecken, eine Metzora auf den Wänden, auf die Kleidung, auf den Körper manchmal. Es beginnt am Anfang von den Wänden. Nachher geht es auf die Kleidung und nachher geht es auf den Menschen. Und so ein Metzora, unsere Weisen sagen Metzora, Mozi Shem Ra. Warum wird der Mensch, bekommt der Mensch diesen Ausschlag, diesen Metzora? Mozi Shem Ra, wenn jemand schlecht über jemand anderen gesprochen hat. Wie wichtig ist es, wie wichtig ist es, dass man auf seinen Mund aufpasst. Das, was du redest, das, was du sagst, jede Sache. Ich rede jetzt nicht über Lashon Hara, dass man schlecht über jemand anderen redet. Ich rede jetzt nicht, dass man nicht lügen darf. Das ist für uns alle selbstverständlich. Aber es gibt manche Sachen, die für uns manchmal harmlos ausschauen, aber die sind extrem wichtig. Der Talmud sagt uns, Brachot Seite 19, Le'olam al-Yiftach Adam Piv la-Satan. Du darfst niemals deinen Mund für den Satan öffnen. Was heißt das, den Mund für Satan öffnen? Sag niemals irgendetwas Schlechtes über dich. Warum? Brit krutal asfataim. Talmud Moed Katan 18. Brit krutal asfataim. Es gibt ein Bündnis mit den Lippen. Wenn du etwas sprichst, unsere bucharischen Großmütter, was sagen sie? Es gibt Engel hinter deinem Rücken und die sagen Amen. Jemand zum Beispiel. Jemand will nicht in die Arbeit gehen. Was macht er? Er ruft seinen Chef an. Hallo Chef, ich kann heute nicht. Ha, ich bin krank. Er ist nicht krank, er wollte irgendwo spazieren gehen. Warum sagst du, ich bin krank? Warum sagst du das? Du machst den Mund für den Satan auf, jetzt Engel sagen Amen. Morgen wirst du wirklich krank sein. Le'olam al-Yiftach Adam Piv la-Satan. Manchmal du versuchst irgendeine Notlüge, was du gesagt hast. Eine Notlüge. Du musst irgendwie... Und du erzählst irgendwelche Sachen, sag nicht. Chas v'shalom. Du redest etwas und das kann nachher passieren. Es wird erzählt. Ktubot Seite 23. Es war damals so üblich, dass man Leute gekidnappt hat, gefangen genommen hat und nachher für sie Geld verlangt hat. Und in Nehardea in Irak, der Vater von Schmuel, es waren solche gefangene jüdische Mädchen, die man gefangen hat. Er ist gekommen und er wollte sie von der Gefangenschaft befreien. Und jetzt das Ganze eine Prozedur, aber trotzdem, bis das Ganze geschieht, er hat genommen einen Wächter und ihn bezahlt, sagt, du pass auf bitte, dass niemand diese jüdischen Mädchen angreift. Und jetzt... Sein Sohn Schmuel sagt dem Vater, und wer hat bis jetzt auf sie aufgepasst? Du, sowieso morgen, übermorgen, du bringst das Geld und du nimmst sie raus. Für was jetzt diese Geldverschwendung, jetzt einen Bodyguard dorthin stellen und umsonst Geld verschwenden? Sagt ihm sein Vater, sag einmal, und wenn es deine Töchter wären, hättest du es auch gesagt? Sagt der Talmud, es vergehen keine Tage, und die Töchter von Schmuel wurden gefangen genommen. Patach Pibla Satan. Du öffnest deinen Mund, sprichst irgendetwas. Oder, wird erzählt über, es war ein Gelehrter, Pinchas. Moed Katan, Seite 18. Pinchas, er war in Trauer, sein Sohn ist gestorben. Und er hat seine Fingernägel nicht abgeschnitten. Heutzutage, wenn jemand trauert, in den 30 Tagen, man schneidet nicht die Fingernägel. Omer Zeit schon, aber für die Trauernden, man schneidet es nicht. Und damals war es noch eine Diskussion, ob ja oder nein. Und sein Bruder Schmuel kommt zu ihm hin, ihn besuchen. Ja, aber es gibt eine Mitzwa, wenn jemand trauert, dass man kommt ihn besuchen. Und er sieht, dass seine Fingernägel lang sind. Sagt er, du, warum hast du die Fingernägel nicht geschnitten? Man darf ja die Fingernägel schneiden. Während der Trauer, er sagt ihm, du, was, er ist jetzt in einer Trauer. Hättest du deine Fingernägel geschnitten, wenn bei dir jemand gestorben ist?
Der Talmud sagt, noch während der 7 Tage, wo er in Trauer war, bei ihm ist er in Trauer geworden, bei dem anderen. Hättest du auch dasselbe gesagt, wenn du getrauert hättest? Er kommt ihm nachher besuchen, weil, und der andere, er war der Meinung, dass man sich die Fingernägel doch schneiden darf. Er hat seine Fingernägel geschnitten, sie aufbewahrt, und als er gekommen ist, hat er auf ihn geschmissen. Hier, nimm die Fingernägel, die du haben wolltest. Er ist jetzt auch in Trauer. Pass auf, rede keine Sachen, auf die du dich später bereuen wirst. Al yiftach piv la-Satan. Das ist noch eine Sache, schlimme Sache, aber es gibt noch eine Sache, was sehr, sehr viele unterschätzen. Ui. Talmud Nedarim, Seite 22, steht geschrieben. Al tiye ragil ben Nedarim. Gewohn dich nicht, Gelübde zu sprechen. Ich werde das machen, ich verspreche, morgen 19 Uhr, wir machen das. Und ich werde das morgen, ich repariere das. Ich werde das machen. Neder, ein Gelübde sprechen, du gewöhn dich nicht, ein Gelübde zu sprechen. Warum? Kolanoder, jeder, der ein Gelübde ausspricht, das heißt, er sagt, ich werde dies und jenes machen. Afalpische Mekemo, auch wenn er es macht. Nikra Rasha, Nikra Chote. Er ist ein Bösewicht und er ist ein Sündiger. Ich habe versprochen, gesagt, morgen ich mache dies und jenes. Und ich habe es auch gemacht. Er wird genannt, im Himmel, von Himmel wird er genannt, ein Bösewicht und ein Sündiger. Warum? Wer weiß, was dazwischen passiert ist. Wir reden dann nochmals über jemanden, der spricht und tut, was er spricht. Nicht zu reden über diejenigen, die sagen, morgen, ich mache und warte auf ihn 2 Jahre, bis er sich erinnert, was er versprochen hat. Ich sage es trotzdem, Talmud Shabbat, Seite 32. Ba'avon Nedarim, wenn jemand Gelübde spricht, Versprechen ausspricht, wegen dieser Sünde, Ishto ubanav metim ksheim ktanim, Rahmana l'Islam bar minan. Seine Frau und seine Kinder sterben, wenn sie klein sind. Diejenigen, die Gelübde sprechen, die als ob es keinen Wert darauf legen, auf ihre Wörter. Ja, ich mache das, ich werde es tun. Wenn jemand seinen Gelübde auf die Seite legt und es nicht mag, Gore Mital, er bringt für sich den Tod. Übrigens, Rachel Imenu, unsere Mutter Rachel, warum ist sie gestorben auf dem Weg Bethlehem? Sie ist nicht begraben in Marat HaMachpelah, so wie unsere anderen Erzväter und Erzmütter. Auf dem Weg ist sie, auf Marat HaMachpelah. Warum? Weil Jakob Avinu, 2 Sachen waren das. Erstens, Jakob Avinu, er hat ein Gelübde gesprochen an Gott. Wenn du mich beschützt und wenn ich in Friede zurückgehe, dann gebe ich dir 1/10 und du gibst mir Brot zum Essen und ein Kleidungsstück zum Anziehen. Ich werde dir 1/10 von allem geben. Er hat es ein bisschen sich verspätet. Er war auf dem Weg, aber verspätet, sie ist gestorben. Ein anderer Grund war, als Laban gekommen ist zu ihm und sagte ihm, du hast meine Götzen gestohlen. Was war dort? Wo waren diese Götzen? Rachel hat sie gestohlen und es unter ihren Sitz, also, wie sagt man das beim Pferd? Sattel. Unter ihrem Sattel gegeben, damit ihr Vater es nicht sieht. Sagt sie, Derech Nashimli, ich habe jetzt meine Tage, bin unrein. Was meint sie mit unrein? Ich sitze jetzt gerade auf etwas Unreinem, diese Götzen. Und Jakob sagt, was? Er war wütend auf seinem Schwiegervater, auf Laban, sagt ihm, du, was willst du von mir? Ich habe von dir nichts genommen und lass mich endlich in Ruhe. Und weißt du was? Derjenige, der es hat, er soll sterben. Warum sagst du das? Noch einmal, wer sind wir, die jetzt verurteilen? Jakob Avinu. Ja? Aber das ist für uns eine Lehre, dass wir diese Fehler nicht machen. Shomer pivul shono, shomer mitzarot nafsho, derjenige, der auf seinen Mund, auf seine Zunge und seinen Mund hütet, er hütet sich von verschiedenen Tragödien, die auf ihm kommen können. Darum, wir im Bet HaMidrash jeden Freitag nach Mincha, so vor Kabbalat Shabbat,
Wir machen jeden Freitag Atarat Nedarim. Ein Auflösen der Gelübde. Es sitzen dort einige, so wie ein Bedien. Es gibt, das macht man, es müssen mindestens 3 Leute sitzen. Und was wir hier machen bei den Slichot jedes Mal auch. Ja? 3 Leute sitzen, die bilden wie ein Gericht. Und die einen sprechen und bitten um Vergebung und bitten, um, dass man diese Gelübde auflöst. Und nachher sie sagen, Mutarim Lachem, Mutarim Lachem, Mutarim Lachem. Es wird aufgelöst und dann werden diese Gelübde aufgelöst. Aber aufgepasst, nur die Gelübde, die man unabsichtlich vergessen hat, die werden aufgelöst. Wenn es gibt ein Gelübde, das du versprochen hast oder irgendwo gesagt hast, ich werde dies und jenes geben, machen und tun, dann kommt darauf an, da musst du dem einigen, also mindestens einer von denen, die sitzen als Gericht, muss jemand sein, der sich mit diesen Halachot auskennt. Und du musst den Rabbiner fragen, kann man dieses Gelübde auflösen oder nicht? Es gibt manche Gelübde, die man nicht auflösen kann. Jemand hat versprochen, eine Mitzwa zu machen. Eine große Frage, kann man nicht machen, problematisch. Nicht immer kann man das auflösen. Ja, darum. Bitte? Aber wenn er diese Mitzwa gemacht hat, er hat versprochen, er hat gemacht. Ja, wenn er gemacht hat, ja, aber manchmal Leute nehmen auf sich Sachen, die sie selbst nicht einhalten können. Die wissen, ich werde es nicht machen können und trotzdem, er macht ein Gelübde. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr gefährlich. Darum, Shomer Pivul Shono, Shomer Mitzvah, jeder soll aufpassen auf seine Zunge, auf seinen Mund, was er spricht. Und dank dem, Bezrat Hashem, jeden von uns, unsere Herzenswünsche werden erfüllt. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.